Hallo zusammen, wir haben für dieses Jahr wieder einen neuen Kalender gemacht. Schaut mal hier. Pünktlich vor Weihnachten kommt der neue WhatsApp Custom Kalender raus. 12 Monate, 12 Bikes, ne, stimmt gar nicht. 11 Bikes und auf dem letzten Monat, auf dem Dezember, haben wir eine kleine Übersicht nochmal mit den Bikes, die wir letztes Jahr gemacht haben. War natürlich durch den Umzug ein ganz klein wenig eingeschränkt und haben nicht ganz so viele Räder, Custom-Räder geschraubt wie in dem Jahr davor, aber wir geloben Besserung. Als erstes kommt natürlich erfahrungsgemäß der Januar. Jetzt sagt jeder, da ist ja gar kein Custom-Bike, das ist doch soweit richtig. Das ist das HB160 von Hope. Haben wir trotzdem mit draufgenommen, weil wir einer der 10 Händler im deutschsprachigen Raum sind, die Hope-Räder vertreiben dürfen und da auch ein ganz klein bisschen stolz drauf sind. Für den Februar haben wir einen Klassiker. Ein Yeti Hardtail, auch in schwarz-orange gehalten, durch uns aufgebaut. Dann kommt der März. Da gibt's ein Specialized Enduro an der neuen Fotolocation. Die Kirchentür ist ja jetzt leider weg, also die ist noch da, aber wir sind weg. Und wir haben jetzt einen schicken Überseecontainer hier, wo wir auf jeden Fall relativ coole Fotos machen können. Hier gibt es noch ein Pivot, Mach 5.5. Jo. Für den April. Farbe ist super gut, höre ich gerade. Ja, ist so. Hier ist noch was Heißes. Montraker Foxy Custom. Ziemlich heiße Karre. Der Kunde fährt glücklich und zufrieden draußen rum. Sogar 24-Stunden-Rennen damit gefahren. Natürlich aufs Treppchen. Hier kommt nochmal der Vorgänger von unserer WhatsApp-Edition vom Kenevo. Ein schwarzes Kenevo Expert mit silbernen Hope-Parts für den Juni. Jetzt bin ich schon ganz gespannt, was im Juli kommt. Ja, Juni haben wir nochmal ein ganz heißes Gefährt hier. SB6 von Yeti. So, was haben wir hier noch? Ja, klassischerweise kommt nach dem Juni der August. Haben wir ein Pivot Switchblade. In dem Blau. Ne, das steht da nicht, das ist ein anderes. Ja, da vorne steht nämlich auch ein Pivot Switchblade. Ja. Hier nochmal ein Kenevo, neues 2019er Expert in der Farbe, die sich eigentlich fast durch das ganze Sortiment von Specialized durchzieht. Sieht man eigentlich in jeder Radgattung von denen. Von uns ein bisschen mit WhatsApp-Glitzer übersprüht und aufgehübscht. Und was kommt noch? Ein Levo Generation 1. Comp mit Lila Hope. E-Mountainbike ist ja doch schwer auf dem Vormarsch. Merken wir hier auch. Hier haben wir nochmal für den November was ganz Düsteres. Ein Yeti SB6. Und wie versprochen, auch im Dezember einfach nochmal von den Rädern, die in den Vormonaten vorgestellt wurden, ein paar Detailaufnahmen. Der Kalender ist jetzt bei uns erhältlich, stark limitiert, auf 25 Stück, kommt noch nichts mehr nach und passend 25 Kalender, 25 Euro ist unser Selbstkostenpreis und für den Preis wechseln die Kalender hier bei uns den Besitzer. Ja, wir freuen uns auf euren Besuch und wünschen euch jetzt schon viel Spaß damit. Bis demnächst. Ciao.